Der Bitzer Cup in Ergenzingen wird Ihnen präsentiert von der Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH. Also dann zurück zum Fußball mit dem internationalen B-Juniorenturnier des TuS Ergenzingen um den Bitzer Cup. Nach 2 Jahren Pause ging die 49. Auflage nicht wie sonst an Pfingsten, sondern im Juli über die Bühne. Und das, wie berichtet, auf dem neuen Rasenfeld und mit einem neuen Modus. 6 Teams spielten an 3 Tagen im Modus, jeder gegen jeden, um den Turniersieg. Jedes Spiel dauerte 2x25 Minuten. Neben Gastgeber TuS Ergenzingen duellierten sich die Nachwuchsteams des SC Freiburg, der TSG Hoffenheim, des HSV, der Frankfurter Eintracht und der Wolverhampton Wanderers aus England. Wir waren bei den letzten 3 Partien mit dabei und somit sehen Sie jede Mannschaft in Aktion. Bis vor 5 Jahren traten ja die A-Junioren gegeneinander an, seit 2017 nun die B-Junioren. Los geht's mit der Begegnung zwischen Ergenzingen und Freiburg. Zuvor bringen wir sie noch auf den aktuellen Stand. Ein großes Rahmenprogramm gab es natürlich auch. So zeigte der Turnnachwuchs des TuS sein Können. Inklusive Festbetrieb waren am letzten Wochenende vor den Sommerferien rund 300 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz und natürlich auch schon in der Planung und Vorbereitung. Das Team der Gastgeber spielt ja in der Verbandsstaffel und ging somit natürlich als krasser Außenseiter gegen die großen Namen ins Rennen. Die ersten 4 Partien gingen denn auch allesamt verloren. 1:5 gegen den Hamburger SV zum Auftakt, 0:5 gegen Eintracht Frankfurt, 0:3 gegen Hoffenheim und 0:1 gegen die Wolves. Der SC Freiburg gewann mit 2:1 gegen die Eintracht, unterlag dann mit 0:1 im badischen Duell gegen Hoffenheim. Gegen die Wanderers hieß es 1:1 und gegen den HSV gelang den Jungs aus dem Breisgau ein 2:0 Erfolg. Bereits 7-mal war der SC Freiburg in Ergenzingen dabei, unter anderem unter Trainer Christian Streich. 3-mal hat man das Finale erreicht, konnte aber nie den Pokal gewinnen. 2-mal scheiterte man im Elfmeterschießen. 2019 wurde man Dritter. In der Bundesliga Süd-Südwest belegten die Freiburger den 4. Platz. Albertim Felipe Malais mit dem 1:0. In der 11. Minute trifft Elias Münch sehenswert zum 2:0. Zur Pause stand es dann sogar 3:0 für die Jungs aus Südbaden. Richtig heiß war es am Sonntag natürlich auch in Ergenzingen. Da tat jede Abkühlung gut. Rund 250 Zuschauer kamen am Abschlusstag. Die Schattenplätze waren natürlich begehrt. Die Hausherren von TuS-Coach Karl Merz taten sich nach vorne erwartungsgemäß schwer. Marco Losanowski gelang im 1. Match gegen den HSV das bislang einzige Turniertor. Vielleicht jetzt mal mit Jason Barth? Nee, dann andere Seite. Keeper Jakob Supra. Mit Red Bull Salzburg war übrigens der Sieger der vergangenen 3 Auflagen heuer nicht dabei. Unterdessen setzte Suleiman Sulemana erfolgreich zum Solo an und stellt auf 4:0. Und kurz darauf trifft Pujan Pak Seresh, dem gelang gegen die Eintracht kurz vor dem Ende schon der 2:1 Siegtreffer. Jakob Benz macht das halbe Dutzend voll, Freiburg schlägt Ergenzingen mit 6:0 und beendet das Turnier mit 10 Punkten und 11:3 Toren. Der TuS blieb ohne Punkt bei 1:20 Toren. Julian Wildenzoller, Trainer vom SC Freiburg, 6:0 gewonnen, strahlt. Was gibt es trotzdem zum Lernen? Auch vieles, aber strahlen heute nicht nur das Wetter, auch wir. Es waren 3 schöne Tage hier in Ergenzingen. Intensiv, sehr, sehr intensiv. Haben wir auch gesehen, glaube, dass die Jungs jetzt auch am letzten Tag ein bisschen müde waren. Dafür haben sie super gemacht. Ja, also auch mit der Klarheit bis zum Ende. Also waren wir schon sehr, sehr zufrieden heute. Statt Pfingstturnier ist das praktisch jetzt so eine Art Vorbereitungsturnier, wo jeder sich auch empfehlen will. Wie viele Spieler sind ganz neu? Sind die komplett neu? Wir haben 5 Neuzugänge, allerdings alles regionale Neuzugänge. So 16 hatten heute noch 3 Junge dabei aus so 15 wegen ein paar Verletzten. Und ansonsten haben wir den Großteil aus der C-Jugend mitgenommen.
Damit war klar, holt die TSG Hoffenheim im folgenden Spiel gegen den HSV einen Punkt, dann gewinnt sie das Turnier. Jeweils mit 1:0 siegte die TSG gegen Wolverhampton und Freiburg, mit 3:0 wie gesagt gegen Ergensingen, und gegen Frankfurt hieß es 0:0. Damit hat die TSG bei ihrer Premiere noch kein Gegentor kassiert. Der HSV lief zum Andenken an Vereinsidol und Fußballlegende Uwe Seeler mit Trauerflor auf, hier Kapitän Jerry Ade. Die Hamburger holten nach dem Dreier zum Start nur noch einen Punkt beim torlosen Remis gegen Wolverhampton. Gegen Frankfurt und Freiburg zog der HSV jeweils mit 0:2 den kürzeren. Keine Tore zur Pause, der HSV traf immerhin einmal Aluminium. Für die Hamburger war es die zweite Turnierteilnahme. 1986 reichte es für Rang 3. Der HSV wird übrigens trainiert von Ex-Profi Bastian Reinhardt, im Bild ganz rechts. Beide Teams mit wenig Offensivaktionen. Jetzt mal die TSG mit Spielmacher Metin Sen. Schöner Außenrisspass in den Lauf von Emanuel Owen. Der wurde später zum besten Spieler des Turniers gewählt. Doch hier findet er in HSV-Goalie Noah Ahles seinen Meister. Es blieb beim 0:0 und damit holt sich die TSG Hoffenheim mit Trainer Andreas Lessig mit 11 Punkten und ohne Gegentor den Turniersieg. Ich kann nur sagen, wir sind mächtig stolz auf die Jungs. Ich glaube, man muss auf alle stolz sein hier, wo jetzt über das Turnier, über die 250 Minuten gespielt haben. Aber gerade unsere Truppe, wir sind seit Freitag 13 Feldspiele. Stimmung super und die Hitze ist kein Thema. Hier wird man gekühlt, ist alles im Service drin. Wie wird man mit der Hitze fertig in so vielen Spielen? Was machen Sie da? Es ist natürlich schon, die Jungs sind wirklich an ihre Leistungsgrenze gegangen. Und ich muss auch sagen, wie die das gemacht haben, jetzt auch heute nochmal. Klar, wir haben natürlich den Rückenwind gehabt vom Freitag, gestern wirklich ein sehr gutes Turnier gespielt. Aber ja, ich glaube, da ist einfach beim Fußballer, jeder, der gespielt hat, so, ich schalte den Kopf aus, ich gehe auf den Platz und ich laufe und ich will das Turnier gewinnen. Und das hat die Truppe wirklich verinnerlicht. Zeitpunkt des Turniers, vielleicht für einen Trainer gar nicht so schlecht, weil man kann es als Vorbereitung nehmen, jeder will sich empfehlen. Ja, also ich fand den Zeitpunkt für uns jetzt persönlich sehr gut, weil wir sind jetzt 3 Wochen im Training, haben jetzt nochmal eine kleine Pause. Und zwar jetzt auch, wir haben natürlich neuer Kader, wo einige dazugekommen sind und das ist natürlich perfekt. Also du kriegst Spielzeit, die Jungs finden sich, man merkt ja, die Stimmung ist gut. Metin Sen, herzlichen Glückwunsch. Coach Lessig hat gesagt, ich soll mit dir ein Interview machen. Warum wohl? Ich weiß nicht, ich denke, wir alle haben ein gutes Spiel gemacht. Und das zählt eigentlich nicht die einzelne Leistung, sondern nur, was das Team erreicht hat. Und am Ende des Tages sind wir auch Erster geworden und können wir drauf stolz sein, glaube ich. Und was war schwieriger, die Gegner oder die Hitze? Ja, die Hitze natürlich, beide Mannschaften spüren das Gleiche. Und ich denke eher, die Teams waren schwieriger als die Hitze. Aber war natürlich schwieriger, bei der Hitze noch volle Leistung abzurufen. Aber ja. Wenn man nach den Zielen für die Saison fragt, was sagt dann ein junger Spieler? Ganz klar die Meisterschaft. Also ich denke, alle wollen erster Platz machen, wollen den ersten Platz machen, aber auch natürlich als Mannschaft weiterentwickeln und zum größeren Ziel dann hinaufarbeiten. Möge es in Erfüllung gehen. Danke dir nochmal, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Der Turniersieger steht also fest. Glückwunsch an die TSG, aber wir wollen Ihnen natürlich auch noch das letzte der 15 Spiele in der Zusammenfassung zeigen. Die Siegerehrung und ein Fazit folgt danach auch noch. Die Wolverhampton Wanderers in Gelb waren schon zweimal auf der Breitwiese dabei. 2015 holte man gleich mal den Turniersieg. Auch ein Jahr später waren die Jungs von der Insel zu Gast. Eintracht Frankfurt wurde bei 4 Teilnahmen zweimal Vierter in der Bundesliga, reichte es für den Nachwuchs des European League-Siegers 2022 nur zu Rang 12. Im Turnier sammelten die Hessen bislang 7 Zähler, die Wolves 5. Wir sind in Hälfte 2, 1 beide der Spielstand, Ballverlust von Kilian Michelbach gegen Fraser Harper und er mit einem Tonnenpass in den Lauf von Umar Navas und der bleibt eiskalt vor der Hütte. Yeah.
Unter den Zuschauern auch Rottenburgs OB Stefan Neher. Der sah wenig später den nächsten Angriff der Engländer. Ja, und die packen kurz vor Turnierende nochmals die Trickkiste aus. Fabian Salmon mit der 9 umkurvt da gleich mehrere Gegenspieler. Zuspiel auf Ryan Gillespie und der stark mit der Hacke zu Harper und der trifft erneut. Frust bei der Eintracht, dann gab es noch eine Szene, die wir nicht sehen möchten. Klanburger mit dem Foul an Braden Clark, der wird dann auch noch von Donat Kamberé angeschossen. Das hätten sich die Jungs der SG schenken können. So, dann war Schluss. Wolverhampton damit Dritter und Frankfurt auf Rang 4 vor dem Hamburger SV und dem TuS Ergenzingen. Roland Steck zieht mit Jürgen Schäfer vom Orga-Team das Fazit, unterlegt mit den Bildern von der Siegerehrung. Ihr Fazit, Hitze riesig und sonst auch? Hitze definitiv riesig, große Anstrengung für die Spieler natürlich, die da wirklich in 5 Tagen da eine große Belastung haben, in 3 Tagen mit 5 Spielen. Ansonsten haben wir sehr schöne Spiele gesehen, wirklich großer Einsatz der Spieler, die da als Gästeteams da waren. Und als Veranstalter sind wir natürlich froh, dass wir jetzt nach 2 Jahren Corona-Pause das Turnier wieder durchführen konnten, reibungslos durchführen konnten. Und so können wir auf jeden Fall von einem Erfolg sprechen, dass wir jetzt endlich das Turnier wieder durchführen konnten. Vom Pfingstturnier weg zum letzten Wochenende vor der Sommerferien. Inwieweit hat sich es bewährt und was waren nochmal die Gründe? Genau, wir waren da in enger Abstimmung mit der Verwaltung in der ganzen Planungsphase. Das gab ja da so ein Hoch und Tief, gerade in Richtung Corona. Und wir waren dann einfach im Frühjahr an dem Punkt, wo wir eine Entscheidung treffen mussten und haben dann uns dafür entschieden, dann einen Termin zu nehmen, wo wir die größte Sicherheit angenommen haben, dass auch Turnier und Fest dann durchführbar sind. Und ja, ich denke, es gibt da für den einen oder anderen Termin Vor- und Nachteile. Sportlich gibt es natürlich den Unterschied. Einmal ist zum Saisonende, jetzt sind wir am Saisonbeginn. Die Mannschaften kommen hoch motiviert. Die Spieler kämpfen um ihre Stammplätze in der Vorbereitung. Und so hatte das durchaus jetzt auch seinen Reiz. Und wir werden jetzt nach der Veranstaltung schauen, eine Bilanz ziehen und dann gucken, wie es dann nächstes Jahr sein wird. Das heißt, die Planung für 2023 beginnt demnächst wieder. Ja, da gilt dann fast schon dieses schöne Sprichwort, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Das geht dann tatsächlich immer relativ früh wieder los, sicher nicht in der Intensität wie dann direkt vor der Veranstaltung, aber durchaus dann zeitnah. Ja. Herr Schäfer, herzlichen Dank, Glückwunsch Ihnen und Ihrem Team. Vielen Dank, danke an alle Zuschauer und wir freuen uns auf das nächste Jahr. Dann wird das Turnier stolze 50 Jahre alt. Das war's vom Bizza Cup aus Ergenzingen. Einen kurzen Nachklapp zum Jugendfußball insgesamt folgt noch. Tschüss von der Breitwiese. Der Bizza Cup in Ergenzingen wurde Ihnen präsentiert von der Bizza Kühlmaschinenbau GmbH.